Hallo und herzlich willkommen hier auf Sick Enterprises. Ich bin Ishma und heute haben wir wieder mal ein Roll-up der recent Halo 5 News. Auf gut Deutsch nochmal gesagt, ein paar neue Nachrichten. Es kamen wieder so ein paar Sachen zusammen. Es war nicht ganz so viel, aber schon etwas, was den ein oder anderen interessieren würde. Und zwar ist das ja alles in Form des letzten Community-Updates passiert. Mit dem Namen The Light is Green. Was ein nettes Zitat ist aus der Opening Cinematic, die gezeigt wurde für Halo 5 Guardians. Also die erste Cutscene, wahrscheinlich nicht die ganze, aber die erste Cutscene ist dort zu sehen von Halo 5 Guardians. Ist ein Zitat von einem gewissen Spartan Locke. Und hier ging es dann aber auch noch um etwas andere Sachen. Und zwar wurde hier auch nochmal kurz drauf eingegangen auf das Warzone-Spawn-System. Und zwar, darauf will ich jetzt zuerst mal eingehen, dass Warzone ein extra für sich angefertigtes Spawn-System gekriegt hat. Im Gegensatz halt anders zum Arena-Spawn-System. Wollen halt so ein bisschen behind the scenes zeigen mit Kevin Franklin, Multiplayer Design Director, der so ein bisschen darüber erzählt, dass es jetzt zum Beispiel die Quintessenz ist jetzt, um das jetzt einfach mal kurz zu verschachteln, dass die Maps halt sehr viel größer sind und man musste sich da ein bisschen was überlegen und dann sind da so viele Leute und wenn da einer in der Base ist, dann muss er ja woanders spawnen und so Geschichten halt. Dann hat er noch angesprochen, dass Bro, hieß das so? Moment. Das Bro-Spawning? Ja, Bro-Spawns. Ah, ich liebe Free for Free für diese unheimlich platten Ausdrücke einfach. Und zwar sind Bro-Spawns, also so wie ich es gelesen habe, an sich ein ziemlich cooler Algorithmus, der erkennt, welche Spieler während des Spiels eher in einer Gruppe fungieren und eher meistens mit zusammen irgendwo in die Schlacht gehen, erkennt dieser Algorithmus, erkennt also ein Pseudo-Squad, zum Beispiel als Beispiel Psycho, Quert und ich spielen eine Runde Warzone und es wird festgestellt, dass Psycho sich jetzt in seinem Ragpack einen Sniper holt, verzieht sich irgendwo hin, wo er alleine ist und wo er snipen kann oder halt auch Fett auf die Fresse kriegt, je nachdem. Und Quert und ich gehen dann los und sind halt öfters zusammen, fahren zusammen Wartalk, wollen zusammen auf einen Boss gehen, während uns Psycho den Rücken frei hält. Und dieser Algorithmus erkennt, ja, Quert und Ishma sind hier relativ oft zusammen, vielleicht noch zusammen mit einem dritten Mongo, Karl-Heinz. Und erkennt, okay, Quert, Ishma und Karl-Heinz sind richtig gute Freunde. Ishma ist tot, spawnen wir Ishma doch bei Karl-Heinz und Quert, weil die gerade zusammen sind und es erkennt dieses Cluster zumindest. Ist die Theorie, ob das jetzt tatsächlich so ist, ist dann wieder eine andere Frage. Worauf ich ursprünglich die ganze Zeit eingehen wollte, ist ein Bild in diesem Community-Update, das released wurde. Und zwar handelt es sich dabei um das erste Ingame-Bild von, ich denke, die Map heißt, soweit ich das noch weiß, Raid on Apex 7. Die schon einmal gezeigt wurde als Megablocks-Nachbau auf der Gamescom E3, ich bin mir nicht mehr sicher. Lasse ich hier mal so ein bisschen einspielen, dass sie das als Megablocks-Dings hier geremaked haben. Das war so der erste Blick und ich glaube, da hatten sie auch drüber gesagt, dass es die riesige Map, diese unendlich riesige Map, die inspired worden ist von Halo Combat Evolved Silent Cartographer. Von dieser Insel, die wohl jeder von uns kennen sollte. Und ja, da gibt es ein Ingame-Bild aus dem Spawn-Bildschirm sozusagen. Einer hat in Warzone auf die Fresse gekriegt, ist Rack Level 4. Die haben da ein bisschen was am UI geändert. Oben ist da jetzt dieses grüne Band für deine Rack Station. Das Design finde ich besser als in den Beta-Teilen, die sie gezeigt haben auf der Gamescom und so. Ist jetzt ein bisschen ansehnlicher, also wenn man das zum ersten Mal spielt, dann checkt man nicht sofort, ja, wo hole ich mir jetzt meine Waffen, will. Oben steht es dann wirklich extra für dich, mein Dummi, da steht Access Rack Station. Die Map
sehr, sehr cool, muss ich sagen. Die Structure hier vorne, wo die beiden, die drei Spartans draufstehen, erinnert so ein bisschen an, was wir schon gesehen haben von der Map Colosseum, die Arena Map, mit diesem Bügel da oben. Ich weiß nicht, was die Designarchitekten der Forerunners jetzt plötzlich zu diesen Bügeln getrieben hat, aber hey. Und dieser Turm, dieser Apex Spire hier, ist an sich ziemlich cool. Es scheint die blaue Seite der Map zu sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich die blaue Base ist, glaube ich nicht. Es ist einfach der blaue Spire sozusagen, wo man spawnen kann, den man einnehmen kann. Das wird wahrscheinlich auch die Garage sein sozusagen, wo man sich dann die Fahrzeuge holen kann. Ich würde sagen, die kommen da unten aus dem Tunnel durch. Und ich sage einfach mal, dass die Map an sich echt gut ist, einen schönen Touch da wieder reinbringt. Es hebt sich sehr ab von diesem wüstigen Attack on Ark oder wie die Map hieß. Palmenstrand, es erinnert direkt so ein bisschen tatsächlich an The Silent Cartographer. Ist natürlich jetzt geometrisch etwas anders, aber echt sehr cool. Also vom ersten Blick super Map. Kleiner Hint, den ich gesehen habe, die ganze Chose scheint hier auf einem Halo-Ring zu spielen. Im Hintergrund sieht man den, nämlich rechts vom Spire, sieht man die übliche gebogene Form eines Halos. Finde ich gut, dass sie das machen. Das geht ja alles in der Warzone Simulation. Das könnte auch ein kleiner Hint darauf sein, dass vielleicht ein, zwei Szenen in der Kampagne auf einem Halo spielen, was gar nicht so schlecht wäre. So, ich quatsche schon jetzt wieder eine ganze Weile, so viel wollte ich gar nicht quatschen. Gehen wir doch einfach mal auf das Opening Cinematic ein. Ein paar Dinge vorab, meine eigene Meinung. Wir machen da mal eine Kurzanalyse draus, würde ich sagen. Wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war er erstmal so vom Hocker geblasen, so, oh, okay, ich habe nicht mit so viel Action am Anfang gerechnet. Und die Ersteller der Cinematic sagen auch, es ist einfach Over-the-Top-Action. Anscheinend war es darauf abgezielt, tatsächlich Over-the-Top zu sein. Und es ist echt viel, wow, Alter, okay, so halt einfach diese Massive Destruction, die ein Spartan anrichten kann, da so gezeigt. Ich fand das nicht schlecht. Ich fand das sehr gut. Man muss sagen, klar, es ist etwas over the top, aber ich fand das einfach, bam, im Gegensatz zu diesem ruhigen Beginn von den anderen Halos, wobei man sagen muss, dass davor wahrscheinlich sowieso noch was anderes gezeigt wird, was etwas ruhiger ist, ist das halt einfach so ein Bam ins Face, so richtig Action, so. Finde ich cool. Quert und Psycho sind etwas mehr abgewichen von dieser unendlich actionhaltigen Geschichte. Ich finde es nicht schlecht. Es repräsentiert Osiris als Team, naja, ganz in Ordnung. Über Tanaka weiß ich bis heute überhaupt nichts, aber hey. Und ja, das ist so mein Opinion. Wir schauen da mal rein. Im Anschluss könnt ihr das Ganze nochmal insgesamt sehen, wenn ihr wollt. Gucken wir mal rein. Zwei Dinge hier zu sagen. Dieses Piano-Opening mit dem Pianospiel während des Logo-Zeigens von Microsoft Studios und Free for Free Industries ist einfach der Hammer. Also musiktechnisch ist Halo 5 bei mir schon Top-Game. Es ist dieser Kazumi, vielleicht kriege ich diesmal hin, seinen Namen komplett auszusprechen, ohne es total zu vergeigen. Warte, ich habe ihn hier irgendwo. Kazumi, SDRGF suchen. Kazumi, da ist er, Kazuma. Kazuma Yinuchi hat ganz geilen Job geleistet einfach. Und man kriegt davon einfach Gänsehaut. Das ist einfach super, das wird man auch später sehen. Andere Sache, diese fliegende Untertasse mit den Hologrammen. Cooles Feature, es zeigt endlich mal wieder so ein bisschen, hey, die sind uns 500 Jahre voraus und
baller nicht immer noch mit Eisenprojektilen oder Stahlprojektilen durch die Luft. Tun sie zwar, aber hey. Ja, finde ich ganz cool, aber nettes Gimmick, so by the way. Ich weiß nicht, ob ich da noch so eine Stelle finde, aber es scheint sehr behaftet von Schreibfehlern zu sein, dieses Diagramm. Es sind einfach, bei Reddit hat man bisher schon so 3 Schreibfehler oder so gefunden. Also, die haben sich unendlich Mühe im Rendern gegeben, aber bei dieser Ausführung sind sie dann so, meh. Fire Team Osiris, over the last 72 hours, 5 colonies have experienced identical events. Massive destruction, Forerunner in origin. And Dr. Catherine Elizabeth Halsey has managed to contact us. She claims to have information on these attacks. Halsey is currently in Covenant custody on the surface of Kamchatka. Your mission is to insert behind enemy lines, retrieve Halsey, and bring her back to Infinity. Be advised, Dr. Halsey is accompanied by Covenant Supreme Leader Jewel Mdama. If you have the opportunity. Understood, Commander. Good luck, Spartan Locke. Infinity out. Also, nettes Comeback von Lasky und Sarah Palmer. Und ja, man muss sagen, designtechnisch haben sie sich, hat sich zumindest Lasky nicht viel verändert. Sarah Palmer hat irgendwie dunklere Haare gekriegt und ist ausnahmsweise mal nicht unendlich nervig, während sie spricht. Sie sagt einfach, was sie sagen muss. Das wird wohl ihr Job sein. Sie hat wohl eine Klatsche gekriegt vom Lasky oder so. Ja, die sind zurück. Und natürlich Jewel Mdama, der in Gefangenschaft von Dr. Halsey ist. Also wie man hören kann, hat Dr. Halsey anscheinend Kontakt mit der Infinity aufgenommen und weiß, warum Prometheans in letzter Zeit menschliche Kolonien angreifen. Ist natürlich nicht schlecht zu wissen. Dr. Halsey weiß warum. Und am Ende von Spartan Ops meinte sie noch, sie wolle Rache an der Menschheit. Ob das jetzt alles ein gut eingefädelter Trick ist, um die Allianz auf die falsche Fährte zu bringen, man weiß es nicht. Tracking gear online. Affirmative. Say, before we make this jump, anybody want to say a few words? Ja, auch hier ist wieder Eddie Buck zu finden. Er ist wieder da. Ihr wolltet ihn doch bestimmt genauso gerne wie ich. Und hier hat er seinen tollen Auftritt. I figure if God can hear how scared I am, so can everyone else. Buck, you buying for us a drink when we're done? Tja, hier bin ich. Nathan Fillion macht hier einen epischen Job, muss ich sagen. Hier in dieser Einstellung, vor allem auch dann wieder bei Spartan Locke, sieht man, dass die Gesichtsanimation einfach heldenhaft ist. Es ist echt super. Und wie aus dem Community-Artikel rauszuhören, ist das kein vorgerendertes Schieß mich tot von Blur, sondern alles im Studio passiert, alles ziemlich cool, muss ich sagen. Was wäre ein spielbarer Hauptcharakter in Halo ohne Badass One-Liner? You ask, you buy. Fire Team Osiris, the light is green. Zu sehen ist das Fireteam Osiris, das einfach mal ohne Fallschirm aus dem Pelican springt und anscheinend ist der Planet Kamtschatka benannt nach der russischen Halbinsel, wahrscheinlich weil da Schnee liegt, sind halt im Landeanflug auf diesem Planeten und der ist gerade unter einem schweren Angriff durch eine, wie man sieht, riesige Allianzflotte. Hier vorne explodiert gerade ein Forerunner, ich denke, es ist ein Forerunner-Konstrukt. Die große Frage ist, die ich jetzt nicht ganz verstanden habe, ob Kamtschatka tatsächlich eine Kolonie der Menschen ist oder eine von Forerunnern zivilisierter Planet sozusagen, nachdem sie dann halt obliterated wurden von der Flood, von Halo besser gesagt.
Fragen über Fragen, man weiß es nicht. Spartan Buck online and ready. Spartan Vale online. Weapons free. Contact. Yo, dieser Ground Pound hat wohl anscheinend einen Wraith einfach so umgekickt. Ob das tatsächlich in-game funktioniert, würde mich mal interessieren. Wir werden es sehen. Oh ja, in diesem Spiel gibt es Ground Pound. Hadouken! Shoryuken! Man beachte folgenden Transformer-Sound. Welch ein Zufall, dass Senior Animator bei Halo 5, Greg Towner, bevor er bei Free for Free war, an Transformers gearbeitet hat. Nochmal in dieser Szene anzumerken ist, dass die Wraiths, genauso wie die Ghosts, die man ja schon gesehen hat, aber auch vor allem die Wraiths, ein komplettes Redesign erfahren haben, wo sie um einiges mehr an den Schubdüsen unter und hinter sich haben. Was vielleicht darauf schließen lässt, dass die Wraiths in-game etwas schneller werden. Im Allgemeinen hat die Allianzflotte und in allem ihrer Fahrzeuge und ihrer Spezies ganz viel neue, fesche Technologie gekriegt. Auch der Phantom sieht etwas neu aus. Spartan Vale gefällt mir immer mehr. Shoryuken! Hier hat man gesehen, ziemlich gut, wie flink die Promethean Soldiers, die neue Klasse der Prometheaner, sein wird. Ich denke, sie wird es auch in-game sein. Man hat es ein wenig in Warzone gesehen, wie schnell die Viecher tatsächlich sind. Spartan Vale ist hier aus dem Phantom im Ansprung auf einen Promethean Soldier, der instant sich wegteleportiert, ähnlich wie es die Promethean Knights getan haben in Halo 4, aber halt viel mehr im Affekt so. In der Situation, die Situation perfekt ausgenutzt. Ob das dann im Gameplay dann so ist, wenn man zum Beispiel auf einen zurennt und dann will man ihn Spartan chargen und im letzten Moment verpufft er einfach, fände ich das ziemlich cool. Das macht es nämlich um einiges schwieriger, diese Typen zu bekämpfen. Man sieht hier ziemlich gut, dass die Prometheans überhaupt nicht konform gehen mit der Angriffsstrategie der Allianz und sie einfach mal obliteraten, während sie den Planeten hier invasieren, sozusagen. Man sieht die neuen Flugobjekte der Prometheans, die Thetans, ziemlich cool. Und es hat sich halt herausgestellt, dass Julim Dama, die eigentliche Hand des Didaktikers, wie er sich in Halo 4 genannt hat, die Prometheans nicht mehr im Griff hat. Die Prometheans scheinen wohl einen ganz anderen Auftrag jetzt zu haben und kämpfen gegen die Eliten, was immer sie angestellt haben und was immer der Chief damit zu tun hat. Das ist die große Frage. Ja, das war das Opening von Halo 5 Guardians. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich werde einen Link unten in der Beschreibung lassen, wo ihr es nochmal ohne Pause sehen könnt. Dann sagt mir, was ihr haltet von dem Bild von Raid on Apex 7. Ich bin Ishma. Auf Wiedersehen.